Hallo Mitarbeiter vom Büro Hamm. Sie suchen eine Lösung zum automatischen Einfärben von Zellen. Das heißt, bei meiner kleinen Tabelle, die ich da habe, da soll, wenn eine Zahl drin steht, soll sich die Zelle grün einfärben. Wenn ein Wort drin steht, ein Text, soll sie sich rot einfärben. Wenn sie leer ist, soll nichts passieren. Ich habe eine Lösung gefunden und zwar in Form einer Hilfstabelle. Ich stelle mich also als erstes hier hin und suche erstmal, ob das sich hier um eine Zahl handelt. Da gibt es die Formel Istzahl. Nämlich, ob diese Zelle eine Zahl ist. Und wenn sie es ist, kommt ein wahr. Wenn sie es nicht ist, kommt ein falsch. Soweit, so gut. Ein Problem ist noch, wenn ich hier was rausnehme, dann kommt hier ein falsch und eigentlich dürfte ja gar nichts drin stehen. Also muss ich meine Formel noch mal ein bisschen erweitern. Ich gehe hier noch mal rein und setze noch mal ein Wenn davor. Wenn nämlich diese Zelle, wenn die leer ist, dann soll sie leer bleiben. Ansonsten soll eben diese Ist-Zahl-Abfrage kommen. Wenn ich jetzt die Funktion nach unten weitergebe, dann passiert an dieser Stelle nichts. Die ist also leer. Das ist der erste Schritt, den ich mache. Jetzt markiere ich meinen ganzen Bereich und gehe hier in die bedingte Formatierung. Eine neue Regel will ich erstellen, und zwar mit einer Formel. Und die Formel ist gleich diese Zelle. Und da ich immer hier in der Spalte bleiben will, darf ich also nur das C, also die Spaltenbezeichnung, feststellen. Ich drücke also so lange die F4-Taste, bis das Dollarzeichen nur vor dem Buchstaben C vor der Spalte ist. So, und wenn diese Zelle dem Wort wahr entspricht, dann soll sich die Zelle grün einfärben. Okay. Jetzt gehe ich hier nochmal rein. Ich gehe in Regel verwalten und sage, ich möchte noch eine neue Regel erstellen. Und zwar wieder eine Formel. Und zwar die Formel wieder mit der C4, wobei das C wieder festgestellt wird, also die Spalte. Wenn hier ein falsch drin steht, dann soll die Formatierung rosa sein. Okay. Und noch eine neue Regel brauche ich, nämlich wenn die Zelle leer ist. Also wenn hier wieder nichts drin steht, dann soll die Formatierung leer sein, sprich weiß ausgefüllt sein. Okay, übernehmen und okay. So, und wenn ich jetzt gucke, haut es total hin. Wenn ich jetzt hier eine Zahl eintrage, kommt es grün. Wenn ich hier was rausnehme, ist es weg. Und wenn mich jetzt diese Spalte stört, meine Hilfstabelle, dann mache ich hier einen Rechtsklick drauf und sage, ich möchte die ausblenden. Und so, Büro Hamm, sollte es funktionieren. Probieren Sie es einfach mal aus. Und wie gesagt, die Hilfsspalte, die ich jetzt brauchte hier, um eine Lösung für Sie zu finden, die braucht man ja einfach nur auszublenden. Büro Hamm, ich hoffe, das Video hilft Ihnen bei Ihrem Problem. Wenn ja, freut es mich und ich freue mich auch über einen Daumen hoch. Danke und tschüss.